Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben heute den dritten Sonntag nach dem Trinitatis. Und wir haben Epiphanias natürlich. Was rede ich? Bin so verwirrt. Und wir haben einen wunderbaren Wochenspruch. Und es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Und da steht in Lukas 13. In unserem Gottesdienst werden wir heute Pfarrer Martin Stölzl-Roden entpflichten. Nach vielen Jahren hier, genaueres erfahren Sie später, geht er in sowas, wie man üblicherweise Ruhestand nennt. Aber es wird in dem Fall sicher ganz anders sein. Und weil wir das tun, sind wir viele Menschen, die diesen Gottesdienst gestalten. Wir sind dankbar dafür, dass wir ihn gestalten dürfen. Die Liturgen sind Pfarrer Dr. Werner Weinhold und Pfarrerin Anne Hanhörster. An der Orgel spielt Jürgen Lindner. Musik machen Oliver Ginkel und Dr. Martin Kückes. Die Kirchwarte sind Wolfgang Konwalski und Christopher Scholz. Martin wird die Predigt halten und dabei träumen. Das ist das Thema der Predigt im Verbund der Predigtreihe der Region Nord. An verschiedenen Sonntagen wird es um die Träume gehen. Heute wird er uns in die Träume mitnehmen, über die Joel schreibt und auch in der Apostelgeschichte 24 etwas zu lesen ist. Mein Name ist Wolfgang Kern. Ich nehme heute mal die Abkündigung vorweg. Zunächst grüße ich alle auch in den Häusern. Ich grüße alle im Festsaal, die uns zuschauen und zuhören, und winke mal hinüber in die Nachbarschaft. Schön, dass Sie auch dort sind. Wir grüßen alle, die uns jetzt verfolgen auf YouTube, also weltweit. Danke auch an alle, die in der Technik dafür sorgen, dass das funktioniert. Die Corona-Spielregeln sind bekannt. Sie haben sie schon durchgeführt. Eine Sache, auf die möchte ich besonders hinweisen: Wir dürfen nicht singen und wenn innerlich und mitlesen bei den Liedern, aber wir dürfen sprechen. Und es ist wichtig, dass wir im gesamten Gottesdienst unsere Maske über Mund und Nase tragen. Ich möchte nun informieren, was in der nächsten Woche uns erwartet. Zunächst werden die Abendgebete unter einem besonderen Motto stattfinden, und zwar am Montag und am Mittwoch. Sie werden die Seele wärmen und heißen eben dann auch Seelenwärmer. Am Montag und Mittwoch, wenn Sie hier sind, werden Sie mit einer warmen Seele die Kirche wieder verlassen. Und wir werden auch, weil viele nicht kommen können oder auch nicht möchten, das übertragen auf YouTube und auf Facebook. Dann feiern wir nächsten Sonntag wieder Gottesdienst um 10 Uhr. Und dabei wird es um die Träume des Elia gehen. Die Kollekten vom letzten Sonntag betrugen für die Arbeit mit Kindern 137,71 € und für unsere Gemeinde nahezu 100 €. Genauer gesagt 97,30 €. Wir danken allen, die sich dafür engagieren und engagiert haben, von ganzem Herzen.
Heute werden wir am Ausgang zwei Körbe bereitstellen. Der eine ist für die Kollekte, für die Arbeit mit Frauen in unserem Bezirk hier in Spandau. Und das andere Körbchen ist das Dankopfer für unsere Gemeinde. Noch ein Satz zum Gottesdienst und zum Ablauf. Nach dem Gottesdienst freuen wir uns auf ein paar persönliche Worte für Martin, auf ein bisschen Musik. Sie haben eine Karte auf dem Stuhl liegen. Was ich dir noch sagen wollte, dauert eine Zigarette. Nein, das nicht. Aber wir können keinen Empfang machen. Aber wir können persönliche Worte schreiben. Tun Sie das. Sie können dann die Karte mit den persönlichen Wünschen für Martin in ein Körbchen legen am Ausgang. Und Martin hat heute den ganzen Tag etwas zu tun und sich zu freuen. Tun Sie das. Auch im Festsaal ist diese Möglichkeit gegeben. Nun hoffe ich, dass ich nichts vergessen habe. Und wir hören auf das Lied und lesen mit, denken mit, freuen uns mit. In dir ist Freude, es steht in unserem Gesangbuch unter der Nummer 398. Und Jürgen Lindner spielt die Verse 1 und 2. Danken und Lob singen deinen Namen, O Höchster.
des Morgens deine Gnade und des Nachts deine Wahrheit verkünden. Denn, Herr, du lässt es mich durch singen von deinen Werken und ich rühre die Taten deiner Hände. Herr, wie sind deine Werke so groß, deine Gedanken sind sehr tief. Ein Türchter braucht das Licht und mit deinem Augen begreift es nicht. Die Gottlosen berühren das Gras und die Übeltäter erhöhen alle, nur um vertrieben zu werden für immer. Aber du, Herr, bist der Höchste und bleibst ewig. Der Gerechte wird grün wie ein Palmbaum, der wird wachsen wie ein Gazelle auf der Lindenbaum. Die gepflanzt sind im Haus des Herrn. Werden in den Vorhöfen unseres Gottes blühen. Und wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein. Dass sie blühen, wie der Herr es recht macht. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist mein Blut. Vor dir, Gott, an diesem Sonntagmorgen, in diesem besonderen Gottesdienst, so wie wir sind. Jede und jeder mit einer eigenen Geschichte, mit Erinnerungen an gestern und Wünschen für morgen. Froh und vergnügt, dankbar und zufrieden, besorgt und beunruhigt, bedrückt und enttäuscht. Was wir mitgebracht haben, wir lassen es los und legen es in deine Hände und bitten dich, dass du unseren Dank annimmst und unsere Fragen hörst, dass du unser Glück siehst und unsere Not linderst, dass du unsere Freude teilst und unsere Angst in Zuversicht verwandelst. Das bitten wir dich im Vertrauen auf Jesus Christus, der unseren Glauben geweckt hat, und den Heiligen Geist, durch den du uns jeden Tag neu mit deiner Liebe beschenkst.
Wir hören auf das Evangelium für diesen Sonntag und wem es möglich ist, bitte ich dazu, aufzustehen. Es steht in Lukas 7 die Verse 1 bis 10 und es geht um den Hauptmann von Kapernaum. Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn und sprach: Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm: Ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, deiner Obrigkeit untersteht und habe Soldaten unter mir, und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er, und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich. Aber die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen in die äußerste Finsternis, da wird sein Heulen und Zähne klappern. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Gelobt sei Gott. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Meine Seele soll sich rühmen stellen, dass es die Elenden hören und sich freuen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wir antworten auf das Evangelium mit dem Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich will meinen Geist ausgießen, und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen. Liebe Schwestern und Brüder, so spricht Gott
durch seinen Propheten Joel. Die Söhne und Töchter werden weissagen. Die Weisheit traut man den Jungen doch eher nicht zu. Denen fehlt es doch an Erfahrung. Denen traut man eher die Träume zu, zumindest bis zum Alter von 17 Jahren. Mit 17 hat man noch Träume, da wachsen noch alle Bäume in den Himmel der Liebe, so sang ja Peggy March in den 60ern und traf damit das Gefühl eines Millionenpublikums, vermutlich besonders bei denen, die schon weit über 17 waren. Ja, da hatten wir noch Träume. Und heute ist aus der Traum. Heute ist Realität. Das Blitzen in den Augen, der einen schönen Traum erahnen lässt, ist dem realistischen und kritischen Blick gewichen. Vielleicht noch nicht ausdruckslos und nicht bewegungslos, aber nicht mehr mit dieser Leichtigkeit. In der Rückschau mag es alles leichter, offener, verträumter ausschauen. Aber fragen wir uns doch ehrlich, wer von euch will noch mal 17 sein? Das ist die Zeit, wo man eine Fülle von Prüfungen und Klausuren vorbereiten muss. Ist das ein Traum oder ein Albtraum? Ich erinnere mich an einen 17-jährigen jungen Mann, der mit seinem Leben nicht mehr klarkam. Da schlug einer ermunternd auf seine Schulter und sagte: Junge, du hast doch noch das ganze Leben vor dir. Und er darauf: Eben. Wenn ich meinen Geist ausgießen werde, spricht Gott durch seinen Propheten Joel, werden die alten Träume haben. Ist das wirklich ein Fortschritt? Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen, meinte Helmut Schmidt, der anerkannte Oberlehrer der Nation. Alter schützt vor Torheit nicht, ist das nächste Sprichwort. Was verspricht der Geist Gottes denn da? Die Alten werden Träume haben. Joel verkündet Gottes Wort in einer Zeit, wo es dunkel, und zwar innerlich dunkel war in Israel. Israel hatte sein Land verloren, die Stätten seiner Identität, den Tempel. Sie waren in der Zerstreuung. Welch ein Grund gab es, Träume zu haben? Wir sitzen auch in dunkler Zeit, prophezeite uns jedenfalls unsere Bundeskanzlerin. Dass wir heute in dieser Kirche so zusammensitzen, ist keineswegs selbstverständlich. Die diesen Tag vorbereitet haben, wissen davon, ein Lied zu singen. Sie dürfen aber nicht singen. Wir wissen nicht, was noch auf uns zukommt. Na klar, wer träumt jetzt nicht von einem Leben ohne Corona, einem Leben ohne Maske und vielleicht doch mal mit einer Begegnung, wo man auch was fühlt, nicht nur winkt? Wie kann ich meine Träume wieder leben? So begann der Bundespräsident seine Neujahrsansprache und versuchte, seine Zuhörer zu gewinnen. Da träumen doch alle, wenn auch mit sehr unterschiedlicher Konsequenz, die einen feiern schon heute, als würde es das Virus nicht geben, und die anderen hoffen durch Vernunft und Konsequenz auf eine Überwindung der Bedrohung. Ich will meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, liebe Schwestern, Brüder. Ich will heute fragen, was passiert mit uns, wenn der Geist Gottes über uns ausgegossen ist und wir Träume haben?
Wären wir damit ein Stück realitätsfremd geworden? Täuscht der Traum von einem virusfreien Leben nicht über die Gefahr hinweg, dass dieses Virus durchaus nicht das letzte gewesen sein wird, der die Menschheit bedroht? Schließlich ist es ja auch nicht das erste. Wovon träumen die Alten, wenn der Geist Gottes über ihnen ausgegossen ist? Als Martin Luther King vor den Ohren der Welt sagte, ich habe einen Traum, da war er keine 17 mehr. Dennoch wuchsen die Bäume in den Himmel der Liebe. In den Himmel der Liebe zu den Menschen, in den Himmel der Versöhnung, in den Himmel der Gerechtigkeit. Er hat diesen Traum nie verloren. Er nahm diesen Traum auch nicht in sein Grab. Vielmehr lebte sein Traum weiter, ja, er wurde geteilt und wurde auch stärker, auch nachdem er für diesen Traum gestorben war. Der Traum konnte nicht getötet werden und kann nicht getötet werden. Wir reden in dieser Zeit so viel von Ansteckung. Kann nicht auch ein Traum ansteckend sein? Vor allen Dingen, wenn er ausgelöst ist durch das Ausgießen des Heiligen Geistes. Es gibt ja so einen leise verbreiteten Rat. Wenn du eine Sternschnuppe siehst, schnell, wünsch dir was. Aber sprich mit niemandem drüber. Welch ein Unsinn! Sprich über deine Träume. Teile sie mit anderen. Als ich mit einer Reisegruppe unserer Kirche nach Israel reiste, führte uns ein Historiker durchs Land. Er hatte einen Traum. Einen Traum von einem gerechten Frieden zwischen Israelis und Palästinensern. Ruven Moskowitsch, einer meiner entscheidenden Lehrer. Hier hat er gestanden an dieser Stelle auf unsere Einladung und hat seinen Traum vorgetragen. Er stand hier in Berlin-Spandau als Überlebender des Holocaust, der nach Palästina geflohen war. Und nach den Kriegen dort, an denen er auch teilgenommen hat, den Traum von einem gerechten Frieden in Nahost nicht aufgab. In vielen Menschen hat er die Flamme von diesem Traum entzündet, dass Deutschland an einem Frieden in Nahost gerade im Bewusstsein seiner eigenen Geschichte aktiv teilnimmt. Ruven Moskowitsch ist gestorben. Aber sein Traum lebt in Palästina, lebt in Israel, lebt in unserem Land. Ich komme zurück von der weiten Welt in unsere Gemeinde. Jemand aus unserem Gemeindekirchenrat, auch über 17 Jahre alt, träumt einen Traum und teilte seinen Traum mit uns. Einen Traum für die Zukunft dieser Gemeinde und er nannte ihn der Seele eine Heimat geben. Dann folgte diesem Traum ein Konzept für die Entwicklung der Stiftsgemeinde. Und weiter, auch in unserem Krankenhaus gibt es einen Traum. Ein Traum von einer Gesundheit, die mehr ist als die Abwesenheit von Krankheit, sondern begleitet ist von einer Harmonie von Leib und Seele und auch Geist. Ich will meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Wenn er seinen Geist ausgießt, dann werden die Träume in seinem Geist sein. Nicht jeder x-beliebige Traum ist auch ein Traum im Geiste Gottes.
Der berühmte American Dream der Freiheit, der anscheinend erlaubt, mit Waffen das Kapitol zu stürmen. Ein Traum, der ist nicht nur bei den Noten so, dass man Schwierigkeit beim Umblättern hat. Ein Traum von Freiheit anscheinend, der es manchen erlaubt, scheint zu erlauben, auf schwarze Mitbürger und Mitbürgerinnen zu schießen. Das ist nicht ein Traum im Geiste Gottes, auch wenn er mit der Bibel in der Hand daherkommt. Gottes Geist eint und diskriminiert nicht. Eure Alten sollen Träume haben. Diese Träume unter dem Fluss des Geistes Gottes dürfen wir teilen. Ganz gleich, ob bei einem Glas Rotwein oder bei einem Glas Weißwein. Wir Alten, lasst uns schauen, wo denn unsere Träume schon wahr geworden sind. Ich darf das ja jetzt sagen, ich gehöre jetzt auch zu den Alten. Haben mir meine Kinder diagnostiziert. Wir dürfen schauen, wo sind unsere Träume denn schon wahr geworden? Teilt eure Träume. Wenn einer alleine träumt, ist es nur ein Traum. Wenn viele gemeinsam träumen, dann ist das der Beginn. Der Beginn einer neuen Wirklichkeit. Träumt einen Traum. Das reicht nicht. Ist es nur ein Traum, wenn viele gemeinsam träumen, so ist das der Beginn einer neuen Wirklichkeit. Träumt unseren Traum, wenn einer alleine träumt, ist es nur der Beginn einer neuen Wirklichkeit. Träumt unseren Traum, wenn einer alleine träumt, ist es nur ein Traum. Wenn viele gemeinsam träumen, so ist das der Beginn einer neuen Wirklichkeit. Träumt unseren Traum, wenn einer alleine träumt, ist es nur ein Traum. Wenn viele gemeinsam träumen, so ist das der Beginn einer neuen Wirklichkeit. Träumt unseren Traum. Danke, dieses Lied haben wir jeden Morgen in Israel und in Palästina gesungen. Wenn wir abends zusammen sind, müssen wir manchmal etwas schmunzeln. Da oben sitzt meine Familie. Wenn Ingo Zamperoni seine Tagesthemen beschließt mit "Bleiben Sie zuversichtlich". Ich finde das eigentlich sehr gut. So die Tagesthemen
nach den üblen Nachrichten zu beschließen und die Zuschauer in die Nacht zu schicken. Es ist wirklich kein schlechter Wunsch auch dafür, dass dem Moderator im öffentlich-rechtlichen Rundfunk eben auch wohl keine besseren Worte zur Verfügung stehen können oder dürfen. Wir aber in der Kirche Jesu Christi haben andere Worte, mit denen wir unseren Gottesdienst beschließen und beschließen dürfen. Mit diesen Worten möchte auch ich schließen. Bleibt und bleiben Sie gesegnet. Das beinhaltet, bleibt zuversichtlich. Es beinhaltet die Bewahrung von Gesundheit an Leib, Seele und Geist. Bleibt und bleiben Sie gesegnet mit Freude und Glück, möglichst an jedem Tag einmal, mindestens. Und bleibt und bleiben Sie behütet von unserem guten Hirten, unser aller Pastor. Amen. Wird noch was gebracht. Lieber Martin, nun ist der Zeitpunkt deiner Entpflichtung gekommen und Herr Dr. Weinold und ich bitten dich, schon mal hier nach vorne zu kommen. Und dann gibt es gleich noch eine kleine komfortable Ergänzung für dich. Da kommt sie schon. Ich denke, da können wir gerade noch mal drauf warten. Denn wir haben ja gehört, du bist nicht mehr der Jüngste. Wollen wir es dir ein bisschen bequemer machen? So. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lieber Bruder Martin Stölzel-Roden, in diesem Gottesdienst verabschieden wir dich aus deinem Dienst als Pfarrer dieser Gemeinde, dieses Standortes, der großen diakonischen Gemeinde und der Landeskirche. Die aus diesem Grund ausgestellte Urkunde hat folgenden Wortlaut: Der Pfarrer Martin Joachim Stölzel-Roden, geboren am 17. April 1955 in Deggingen, tritt mit Ablauf des Monats Januar 2021 in den Ruhestand. Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz dankt Pfarrer Stölzel-Roden für treue Dienste und wünscht ihm für den weiteren Lebensweg Gottes Segen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Psalm 103, Vers 2. Berlin, den 22. Oktober 2020, Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz, Konsistorium Dr. Jörg Antoine. Lieber Martin Stölzel-Roden, wir danken Gott für deinen Dienst, für den Einsatz deiner Gaben und Kräfte, für deine Treue und Liebe. Du hast das Evangelium von Jesus Christus gepredigt, wir haben es gerade gehört, und in vielfältiger Weise
Gottes Liebe und Treue bezeugt. Und persönlich dürfen wir beide dir auch noch etwas mit auf den Weg geben. Ich möchte dir, lieber Bruder Stölzl-Roden, lieber Martin, sagen, dass ich es schade finde, dass du jetzt schon in den Ruhestand gehst. Wir hatten nur 8 gemeinsame Monate hier und die waren richtig klasse. Es hat mir Freude gemacht, mit dir hier in der Kirchengemeinde zu arbeiten. Wenn du immer mal wieder ins Büro reingekommen bist, wie wir alles durchgesprochen haben und ich dieses kollegiale Miteinander sehr genossen habe, das hätte gern weitergehen können. Und ich habe mich sehr gefreut, als du in Aussicht gestellt hast, dass du dich nicht ganz aufs Altenteil setzen willst, das kannst du deiner Familie auch nicht antun, sondern dass du noch weiter hier bei uns ehrenamtlich und auch in einem nebendienstlichen Bereich hier weiter wirken willst. Ich habe dich kennengelernt als einen äußerst liebenswerten Menschen und sehr zugewandt. Ich finde, du bist für mich ein reiner Menschenfreund. Und du tust alles, um keinem weh zu tun. Und darum brauchst du manchmal Leute, die das für dich tun. Sonst kommt es zu keiner Entscheidung. Das habe ich gern getan und werde es auch weiter für dich tun. Zum Glück bist du nicht aus der Welt, aus der Arbeit, aus dem Johannesstift und ich freue mich schon auf viele neue Gespräche und Projekte mit dir. Gott segne dich. Lieber Bruder Stölzl-Roden, mehr als 25 Jahre tun Sie Dienst im evangelischen Johannesstift und in der Johannesstift-Diakonie. Vorher schon viele Jahre als Jugendpfarrer und als Referent für Ökumene im Konsistorium. Wir beide kennen uns gut 4 Jahre. Aber ich kenne Menschen, die kennen Sie so lange, wie Sie Pfarrer sind. Und die sagen, dass von Anfang an diese beiden Pole, die wir alle an Ihnen schätzen, Ihre Haltung ausgemacht haben und immer noch ausmachen. Das eine, Sie sind ein Mensch, der Träume hat, auch über 17 Träume hat und der diese Träume nicht loslässt. Jemand, der mit aller Kraft, mit Herz und Mund und Händen daran tut, dass sie wahr werden. Die Träume von einer gerechteren und guten Welt, die Träume von einer christlichen Gemeinschaft, die um soziale Gerechtigkeit ringt, um Vertrauen und Zuwendung, ehrlich gemeinte Zuwendung zu den Hilfebedürftigsten unserer Gesellschaft. Und darum kann es nur ein gut gelenkter Zufall sein, dass Sie die meiste Zeit Ihres geistlichen Dienstes hier bei uns im evangelischen Johannesstift und in der Johannesstift-Diakonie verbracht haben und eben an der Erfüllung unseres gemeinsamen diakonischen Traums aktiv mitgewirkt und manche Wundergeschichte hier aktiv mitgestaltet haben. Und das kann man nicht alleine. Und das ist der andere Pol dieser Haltung. Wer aktiv an der Verwirklichung des Traumes einer zugewandten Gemeinde und diakonischen Gemeinschaft arbeitet, der weiß, dass da kein Raum für Einzelgänger ist. In Ihrem Wirken, lieber Bruder Stölzl-Roden, haben Sie stets betont, dass soziale Gerechtigkeit und helfende Zuwendung schlicht, dass der Dienst der Nächstenliebe immer ein gemeinsamer ist. Einer, der von verschiedenen Menschen getragen sein muss, damit er zum Erfolg führt. Und was Ihnen mindestens genauso wichtig in diesem Dienst ist, dass das Gegenüber, das diese Hilfe empfängt, nicht zum Objekt der Hilfe werden darf, sondern immer gegenüber bleibt. Oft sogar der oder diejenige ist, die mir erst den Sinn in meinem Tun schenkt. Darum mag es einen tiefen Sinn haben, dass die Worte von Erzbischof Helda Camara über ihrem Abschiedsgottesdienst stehen. Wenn einer alleine träumt, dann ist es nur ein Traum. Wenn viele gemeinsam träumen, dann ist es der Beginn einer neuen Wirklichkeit. Lieber Bruder Stölzl-Roden, nicht nur deswegen, aber besonders wegen dieser Haltung schätzen wir und ganz besonders ich persönlich Sie und das, was Sie uns bis hierher gegeben haben. Aber zum Glück, liebe Gemeinde, geht Pfarrer Stölzl-Roden ja nicht ganz mit diesem Monat in den Ruhestand. Das würde Ihrer umtriebigen Art der Verwirklichung gemeinsamer Träume auch gar nicht entsprechen. Und darum freuen wir uns auch,
dass sie mit unserem gemeinsamen Dienst einen Seelsorgeanteil im Wiechern-Krankenhaus weiter versehen werden. Also bleibt mir an dieser Stelle, Ihnen Gottes Segen zu wünschen im Abschied von vielen pfarramtlichen und seelsorglichen Aufgaben in unserer Landeskirche, hier im evangelischen Johannesstift und in Teilen der Johannesstift-Diakonie. Und zugleich gebe ich Ihnen dieselben Segenswünsche mit auf den Weg und heiße Sie willkommen in einem Dienst als Seelsorger im Wiechern-Krankenhaus, das Ihnen ja bereits vertraut ist. Dieser doppelte Segen mag Sie begleiten und zuversichtlich in die Zukunft gehen. Schön, dass Sie da waren und schön, dass Sie noch etwas bei uns sind. Amen. Lieber Bruder Martin Stölzl-Roden, nicht alles im Dienst eines Pfarrers liegt vor Augen. Vieles geschieht im Verborgenen. Und doch können Früchte deines Wirkens wahrgenommen werden. Und dafür sind wir dankbar. Mit dem Eintritt in den Ruhestand beginnt für dich eine neue Lebensphase. Du bleibst berufen zu predigen, zu taufen, die Feier des Heiligen Abendmahls zu leiten, wo immer dein Dienst gefordert ist. Du bleibst auch berufen, das Amt der Seelsorge an mitarbeitenden Patientinnen und Patienten im Wiechern-Krankenhaus zusammen mit anderen auszuüben. Darin begründet sich etwas Neues. Wir wollen beten. Treuer Gott, du schenkst deiner Gemeinde viele Begabungen und wächst die Bereitschaft, dir und einander zu dienen. Wir danken dir für unseren Pfarrer Martin Stölzl-Roden und für den Segen, den du auf seine Arbeit gelegt hast. Schenke ihm Freude an allem, was gelungen ist. In Gedanken an Fehler und Versäumtes hilf ihm, barmherzig mit sich selbst zu sein. Vergib uns, was wir ihm gegenüber schuldig blieben. Segne ihn auf seinem Weg in die Zukunft. Bleibe bei ihm und bei seiner Familie und geleite ihn zu neuen Anfängen. Das bitten wir durch Christus, unseren Herrn, in Zeit und Ewigkeit. Amen. Wir wollen nun Fürbitte halten und dazu bitte ich Sie, sich zu erheben. Allmächtiger Gott, wir danken dir für unser Leben und in dir finden wir unsere Würde. Du gehst uns nach, jedem und jeder von uns. Wir bitten dich heute besonders für Pfarrer Martin Stölzl-Roden. Lass uns gemeinsam mit ihm dankbar auf die Zeit zurücksehen, die wir miteinander geteilt haben, und bewahre ihn in der Zeit, die nun vor ihm liegt. Gemeinsam beten wir, Herr, erbarme dich. Barmherziger Gott, wir verdanken dir unsere Träume, die eine Quelle sind, eine Kraft auf der Suche nach einem heilen Leben. Und wir bitten dich, immer und immer wieder,
Bitte sei bei all denen, die unter dieser Pandemie leiden, mürbe werden, krank, bei den Angehörigen, die trauern um die Verstorbenen. Steh ihnen bei und lass sie zuversichtlich in eine heile Zukunft sehen. Gemeinsam beten wir, Herr, erbarme dich. Tröstender Gott, wir verdanken dir die Zuversicht auf eine gute Zukunft. Wir bitten dich heute besonders für die Menschen, die in unseren Einrichtungen und darüber hinaus Dienst tun. Dienst in dieser außergewöhnlichen Zeit, in der alles anders und zugleich schwerer ist, besonders in der Pflege, der Betreuung und der Medizin. Steh ihnen bei. Und steh auch den Menschen bei, die in diesen Tagen Verantwortung tragen und für viele Menschen Entscheidungen treffen müssen. Gemeinsam beten wir, Herr, erbarme dich. Gott, der du uns Vater bist und der du uns Mutter bist, die helfen uns an der Seite stehen, dass Träume unseres Lebens und von einer heilen Welt wahr werden. Wir bitten dich für alle, die es verlernt haben zu träumen, die keine Kraft mehr finden und mutlos sind. Lass sie auch in uns Menschen finden, die in die Worte, die von dir erzählen, in guten Erfahrungen mit uns und anderen übersetzen. Gemeinsam beten wir, Herr, erbarme dich. Und was uns darüber hinaus miteinander, füreinander und jeden bewegt, fassen wir in deine Worte. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Lasst uns gemeinsam unter den Segen Gottes stellen. Der Herr segne dich und er behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden.